Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 38. Episode dieses Empyrion Galactic Survival Let's Plays. Ja, vermutlich die letzte Episode auf Kratos. Was heißt vermutlich? Ich habe meine alte Basis ausgeräumt, habe natürlich einen Haufen Sachen da gelassen für die Nachwelt, falls irgendjemand anders hier seinen Spielstart vollziehen möchte. Ja, habe mir eine Schiffe dabei, die ich mitnehmen möchte. Also klar, die Wanne. Ist. Dann habe ich den Flo mit dabei und mein Hoover. Das hängt an der Außenwand. Sollten wir vielleicht auch kontrollieren, ob es so gesehen noch da ist. Warum eigentlich nicht? Das bebt, ja, ist kaum zu sehen. Hinten rechts ist ein bisschen im Schatten. Macht aber nichts. Okay, unter der Erde. Kann man machen, warum nicht? Nicht unter der Erde, im Wasser sozusagen. Ja. Es ist soweit. Wir heben ab. Es geht los. Die Reise beginnt. Und zwar in Richtung Dalo Prime. Ja, ich weiß nicht genau, wo Dalo Prime ist, aber ich habe die Galaxie entworfen. Also ich weiß, dass es irgendwo auf der linken Hälfte ist. Da müssen wir jetzt hin. Ursprünglich war der Plan, hatte ich in der letzten Episode schon angesagt und auch die Episoden davor, dass ich vielleicht nochmal zum Mond will, mir Kobalt holen. Oh, Orbit 45, oh, wir stehen, was, wir kommen nicht zum Orbit mit dem Ding? Was soll denn das jetzt? Ja, dann drücke ich Space und mach's so mit dem Auftrieb. Scheint zu gehen. Also die vier Düsen hinten drinne, die uns nach vorne drücken, die packen das nicht, den Pott nach oben zu drücken. Hier wird die Luft vielleicht ein bisschen dünner hier jetzt. Nee, wieder Stillstand. Seht ihr? Zack. Und wir fangen an zu fallen. Ja. Cool. Gut, das habe ich bei mir im Testflug nicht beachtet. Was? Da ist irgendwas rausgefallen. Was war ein Dritter? Irgendwas ist da rausgefallen. Da war doch eben was. Was war denn das? Was kann denn hier einfach so rausfallen? Da möchte ich doch mal kurz wissen, was los ist. Also hier, mein Dingens ist noch da. Licht. Shuttle ist da und irgendwas ist gerade runtergefallen. Na, ist natürlich nun. Kann er jetzt hier überall liegen. Keine Ahnung. Kein Plan. Hat er irgendeinen Namen oder so? Wahrscheinlich nicht. Aber hat man doch deutlich gesehen, oder? Irgendwas fiel doch ab. Irgendwas fiel da runter. Ich hatte doch keine lockeren Teile oder so. Merkwürdig. Also echt komisch. So, hier ist noch alles da. Atmen mal wieder aus, wo wir schon mal hier sind. Hier war ein Stein drin. Oder sah das bloß aus Entfernung so aus? Das sah wahrscheinlich bloß so aus. Keiner dabei. Zieht's drin oder so? Ne, ist dicht. Die beiden Kügel kommen dann hier noch rein. Beugt dann auch wieder Aquaberry oder Orangen an. Keine Ahnung. Einfach so der Optik wegen. Ja, Panik, wa? Also irgendwie schon komisch. So, weiter geht's, hoffentlich. Wieder abgesackt. Wir waren schon auf 160 oder so Meter. Senkrecht aufsteigend. Ist auch der Hammer. Ja, wir brauchen dringend Zaskosium Restrum. Haben sie auch mit 8.2 hier verlängert, dass man länger hier an diesem Übergang ist, damit er mehr Zeit hat zum Laden. Ist normal jetzt. So, hier dürfen wir uns aber anständig bewegen dürfen. So, dann gibt er mir doch mal die Karte. Das noch Markierung, keine Ahnung. Clouds Claim. Kunselt heute. Warum zeigt er mir da keine Station oder so an? Doch, da zeigt er mir. Doch, ist bloß. Ungünstig überdeckt von der Markierung.
Natürlich den Mond, damit man ihn auch findet, wenn man ihn nicht sieht. Orbital Repair Station, nee. Reparieren müssen wir nicht, uns geht's gut. Weswegen sind wir hier? Wir wollten weiterfliegen. Und zwar sind wir ganz hier unten. Hier ist Kratos. Und wir fliegen in Richtung Kojima. Da waren wir ja schon mal gewesen. Mit dem Transporter. Der ein oder andere mag sich erinnern. Oh, ist jetzt die Frage, wo könnte Kojima sein? Hinter Planeten wahrscheinlich, ja. So, dann Gas geben. Zielen und K drücken. Du musst schneller fliegen. Achso, der braucht ein bisschen länger, um zu beschleunigen. Okay. Jetzt flogen wir schneller. Und wir sprungen. So. Gibt es hier irgendwas zu erledigen? Eigentlich nicht. Ich meine, klar, man könnte mal runtergehen, könnte sich mal die Taschen volldecken. Aber das brauchen wir nicht. Weil wir springen weiter zum nächsten Planeten und da werden wir mal gucken gehen. Weil könnte ja sein, das war Pentaxid. Warum ist der nicht jetzt so gedreht? Wir waren doch an und für sich mal unten. Also diese Map. So einfach der Orientierung wegen. Also Kojima bzw. hier Kratos sind auf 6 Uhr in der Galaxie. Ne? Atlas, also der leichteste Startplanet, der ist hier oben irgendwo. Ne? Dann ist hier ein Startplanet, da ist ein Startplanet. Wo sind sie einigermaßen verteilt? Gut, wir würden gerne nach Pain. Komische Namen, wundert euch. Vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen, als ich es schon mal gesagt habe. Die Planeten heißen alle irgendwie, ja, bezogen auf die Video- bzw. Computerspielgeschichte. Ne? Das heißt, es gibt hier auch einen Planeten mit dem Namen Portal. Welches von GameStar zum besten Spiel der Welt gewählt wurde. Ziel hatte doch markiert. Ich sehe kein Pfeil. Was ist da los? Wieder doppelt bis dreifach. Pain. Ziel erfassen. Bin der Meinung, dass ich das schon gemacht habe. Ah, da hinten. Vielleicht habe ich es eben nicht gesehen. Okay. Weil er ist ja auch ein bisschen blind teilweise. So, ab wie viel können wir K drücken? 50. Ah, 50 reicht. Okay. 50 Meter pro Sekunde. Geschwindigkeit, meine ich. So, ab jetzt sind wir, so gesehen, komplett in Gebieten, die wir noch nicht gesehen haben. Was sagt uns denn Pain Orbit? Hier gibt es Kupfer und Silizium. Feature Asteroid Belt, okay, hat einen Asteroidengürtel. Ja, aber ich würde gerne einfach mal auf den Planeten selber runtergehen. Wir nähern uns mal auf 1000 Meter und gucken mal, vielleicht gibt es ja auf dem Planeten Pentaxid. Das sollten wir uns ja nicht entgehen lassen, dass wir uns da mal ein klein bisschen was mitnehmen. Weil wir werden wahrscheinlich noch Pentaxid brauchen, um Dalo Prime zu erreichen. Oh. Wollte gerade sagen, die Karre fliegt ja langsam, aber selbst mit dickeren Düsen würde sie ja nicht schneller fliegen. Ne? Das ist ja bloß die Beschleunigung und halt eben die Kraft, die man braucht, um sich vom Planeten wegzudrücken. Das ist der einzige Grund, für den man sich größere Turbinen und natürlich der Optik halt eben einbaut. Achso, wir sind noch relativ zum Mond, der zählt ja hoch. Man müsste da gleich irgendwie umschwenken. Warum? Wir sind ja schon fast da. Was soll denn das jetzt? Da, 1700 Meter jetzt. Hat er umgeswitcht unten rechts in der Entfernungsanzeige. So, bremse mal mit den zwei lächerlichen Düsen, die da vorne drin sind. Tipp, 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 tipp. Gerade ausrichten. P drücken. Schubdüsen machen wir aus. So, wenn wir da unten Drohnen vorfinden, dann wäre das doch ausgesprochen höflich, wenn wir auch ein paar Zellen einlegen könnten. Die hier. Andere haben wir ja noch nicht. Das wäre mir schon wichtig. Dass wir, ja, wenn wir uns irgendwas rausnehmen könnten, dass wir halt auch für Strom sorgen. Natürlich hätten wir lieber die hier, aber da muss ich noch 5 Level warten oder 4. Bin ja noch nie so weit. Und Misthäkchen hier mit Level 21. Alle haben Level 25, so gut wie alle, bis auf die Spieler, die mehr oder weniger neu angefangen haben. Die ich auch recht herzlich begrüße, ne? Okay, Chicken X, David Löwenherz, der
Altung, Steven, Tuchen und Ytox. Okay. Wie gesagt, auch du kannst hier spielen. Alle Informationen dazu, also hier Passwort für den Server, findest du in meinem Forum. So. Und Forum heißt www.daloriot.de. Hey, bleibt mal in der Luft. Bin ja noch am Drehen. Na, jetzt kannst du. Das Internet macht das nicht. Nein, nur 12 Stück. Main Pentax sieht eigentlich nicht mitschleppen. Kann ja nur was passieren mit, sozusagen. Man weiß ja nicht, was einen erwartet. So, mach mal auf die Büchse. Was soll denn das jetzt? Hier, mach auf. Aufmachen. Hat auch schon mal besser funktioniert. So. Pain, dann zeig ich mal, was du hast. Stabile Seitenlage. Drücken wir eigentlich M. ATP rückt Eisenkobalt. Zaskosium. Erestrum und Zaskosium ist ja interessant. Okay, da können wir mal ein bisschen gucken gehen. Zaskosium. Neben Ruined Landing Pad. Derelict Base. Crashed DSE Front. Okay. Ne, kann bleiben. Wir fliegen da mal hin und gucken uns dann danach das mal an. Das wäre natürlich toll, wenn wir unser Restrum und Zaskosium-Bedarf hier irgendwie erfüllen könnten. Natürlich auf der Schattenseite runtergekommen. Wie es sich gehört, für einen anständigen oder unanständigen Let's Player. Ist ja auch so ein bisschen Aqua-mäßig, ne? Also von der Optik, was ich so auf den ersten Blick sehe. Ah, ist ja auch wieder verlockend. Einfach mal gucken. Ah, ist ja garantiert schon ausgeraubt. Aber nicht entgehen lassen, also wenigstens mal zu gucken, was hier so los ist. Ist da noch irgendwas Verwertbares oder so gibt? Also gebuddelt wurde hier noch nicht. Sieht aus wie so ein fetter Satellit hier, mit irgendwie so Fake-Solarzellen oder so. DSE-2. Nur das ist ja halt Jurist. Kommen wir hier irgendwie rein? Okay. Ja, aber auch nicht weit. Da hinten ist dann Feierabend. Oh, das ist hier. Kick mal. Eine Düse. Düse bringt ja gute Ressourcen. Nein, ich glaube aber Kisten und so sind wesentlich interessanter. Okay, Selbstschussanlage. Ah, und hier ist Feierabend. Erst den Kern finden, den Kern rausschießen und dann kann man hier auch Dinge abbauen und verändern. Gut, deswegen sind wir aber nicht hier. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Ich nehme mal an, dass wir auf Dalo Prime eventuell auch irgendwelche Wracks haben oder so und damit werden wir uns da mal auseinandersetzen. So, für die Nachwelt, also beziehungsweise, was heißt Nachwelt? Für euch, die ihr zuschaut, hier auf Pain, da könnte noch was zu holen sein. Weil ja? Interessanter sind ja die Kisten, wo in den Kisten sind ja auch mal vielleicht mal ein Bergbaukern oder sowas drin oder andere wertvolle Teile. Einfach mal gucken.
Wir steuern mit erst etwas Großem an und es scheint keine Drohne drauf zu sein. Kann es sein? Oder doch? Yeah, baby, yeah! Scheint so eine Proteinblume, ne? Könnte Zucker sein. Ah, Syrax. Oh, und die wollen gleich Beef machen, oder was? Hallo. Ja, ihr habt angefangen, habt ihr gesehen, ne? Oh, oh. Dreht er sich nicht? Was ist da los? Hängt er an irgendeinem Baum irgendwo? Wat? Irgendwie bewegt sich das Raumschiff komisch. Tja, Jungs, tut mir leid. Oh, Kohle. Sehr schön. Magentabletten, glaube ich, habe ich da gesehen. Und irgendein Bausatz. Lasergewehr. Magentabletten. Salami. Nice. Jetzt haben wir heute Pizza eben. Hm. Nicht nur eine schnöde Margarita. Heute geht's richtig ab. Oh, und die anderen Clowns hier. Was ist mit denen? Ich habe schon drauf gerettet. Jawohl. Ihr Flitzpiep mir, mich einfach anzugreifen. Und dann komme ich doch fast in Frieden. Taskosium. Pass auf, ich pack nur drei hier drin. In der Hoffnung auf. Ne, komm, wenn wir noch Restrum irgendwo abfassen. Da packen wir dann die restlichen sechs drin und dann ist gut. Dann bin ich da auch nicht böse. So, die Regal Base. Hatte ich mir nicht noch Erestrum irgendwo? Achso, weil ich es abgeschaltet habe, sieht man es nicht oder was? Nö. Soll nicht. Nee. Hat er wieder weggenommen. Wegpunkt. Soll ich mir hier noch was dazu schreiben? So mit Drohne gefunden oder so? Editieren. Taskosium. Drohne. Falls wir irgendwann mal wiederkommen, haben wir hier schon mal eine schöne Information. Oh, dann wäre es drum. Oh, nice, die Optik. Sehr cool. Schöner Sonnenaufgang. Auch schöner Planet, also so, was ich bis jetzt so sehe. Wir haben ja bestimmt auch Leute niedergelassen. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, Erestrum. Boah, was ein Glück. Moment, ah, hier Rippe. Okay. Nehmen wir uns auch ein bisschen was raus und packen die restlichen Batterien rein. Sehr schön. Mission Pain von der Sache her erfüllt. Nice. So, kriegst du auch Messer-Titel.
Drohne. Und dies bestätigen wir. So, dann können wir praktisch wieder in der Richtung, in der wir gekommen sind, ungefähr zurückfliegen. Um die Wanne wieder zu finden. Nice. Ja, mit dem Zaskosium im Restaurant kann ich mir jetzt die T2-Drohnen bauen. Und viele andere schöne Dinge. Auch Düsen, Triebwerk. Yeah, baby. So. Wo könnte jetzt die Wanne sein? Einzelschiff oben im Scanner. Irgendwie hinter uns links. Aber das kann ja auch täuschen. Jetzt so wie immer vor uns. Doch vor uns, ja, 6 Kilometer. Ja, voll erfolgreich. Jetzt brauchen wir bloß noch irgendeine Pentaxidquelle. Und dann haben wir im Grunde genommen alles erledigt. Gut, Kobalt oder so, das müssen wir uns noch irgendwo besorgen. Das können wir vielleicht Dalo Prime Nahbereich irgendwie erledigen. Müssen wir mal schauen. Auf zu rumpeln. Wir wollen nicht durch die Atmosphäre, wir wollen dran vorbei. Also muss ja nicht dauernd auf dem Gas stehen. Dann kann ich mal kurz auf die Map. Ja, wieder verdreht, die ganze Büchse. Ah, da gucken wir uns gleich in Ruhe an. Das knallig hier hängt. Hallo? I? Schmettern wir hier an der Wanne vorbei. Text aus. Tür steht noch Sperrgewehr offen. Ach so, ja, hier Hangartür braucht er jetzt auch einen eigenen Bewegungsmelder sozusagen. Weil die reagiert ja nicht mehr auf nichts so irgendwie, ne? War doch irgendwie so. Aber wenn man geht rückwärts. Na, rückwärts ist immer blöd wegen der Kamera, weil man das so schwer sehen kann. Hier, ne? Zack, jetzt hängen wir doch irgendwo dran. Oh, mit Glück, Leute, mit Glück. Aber hochkant irgendwie. Naja. Ne, komm, das geht nicht. Gerade stellen, runter. Oh. Mit einer Waffe in der Hand. So. Da sind ein paar Bakterien fertig. Katsching, katsching. Eisen können wir schon wieder nachlegen. Eisen geht ja gut durch, ne? Also kann man ja nicht meckern. So. Eisen. Wo waren nun die Drohnen? Hier waren die Drohnen. Die Kerne. Da sind die Kerne. Achso, er macht mal was. 6-6. Hohoho, da liegt aber los. Ja, mach so viel du kannst. Ich glaube, ich muss mal runter in den Kühlschrank. Ah, was essen? Wie was ablegen? Ah. Tomaten brauchen, ne? Oder ne, Tomaten haben wir. Dann sind das hier Kürbis oder was? Was auch immer, egal. Der kommt hier rein. Die Salami, die ist doch eigentlich, die kann ich auch wegballern, also beziehungsweise gleich essen, oder? Gesundheitswert 8, Nahrungswert 51, jawohl. So, die Koteletts, die wollen wir irgendwann irgendwie verarbeiten. Er kommt hier rauf. Ja, Gewürz lassen wir auch gleich hier. Könnte man auch nebenan in den Kühlschrank packen, da wurde eigentlich schon gehört. Aber ich habe keine Lust jetzt auf diese Sortiere. Lasergewehr. Schrotgewehr Upgrade Mosels 112 Mark und Schrotflinte und hier 2 Konzentratriegel. Okay, ja, nicht vergessen, wir wollten auch irgendwas essen. Schmatze er nicht so?
Schmeiß auf den Kott, der hinterher. 104, ja, das wäre auch ein bisschen was verschenkt. Dann, ja, zack, mehr gibt's nicht. Geht's uns auch von der Sache her ganz gut. Wollen wir irgendwas nachlegen? Wir können hier, wir haben drei Gewürze, das sind doch drei Dosen, oder? Gewürz 2, nee, machst du eine. Verglücklich. Ja, läuft, doch läuft. Mag's ja kaum glauben. Nee, das ist ja alles. Krimskrams kommt eher hier rein. Ach, was freue ich mich, wenn das alles irgendwann sortiert ist, alles so seinen Platz hat. Der ist immer noch dabei hier. Naja, muss ja natürlich auch hier Zaskosi, muss ja natürlich erstmal raffinieren und alles so, ne? Da hat er ja auch was zu tun. Du hast ja hier auch gar nichts mehr drin verloren. Gut, die 28 Zellen sollen uns erstmal reichen. Mal überlegen, ob ich noch ein paar mache. Wir werden jetzt auf den nächsten Planeten, wenn wir ihn nur selber machen, also uns den Planeten auch so mehr oder weniger kurz mal anschauen. Halt wegen Dings, ne? Hier, Pentaxid. So, und ich würde gerne irgendwie in Richtung links, in Richtung Gorf oder in Richtung Saxon oder Sachsen. Weil ich glaube, dass Dalo Prime irgendwo hier liegt. Oh, da bin ich mir nicht sicher, aber das hier müsste dann für sich der Außenring sein von der Galaxie. Was soll denn eigentlich diese Drecksorbitslinien? Die braucht doch kein Mensch. Ja, komm, wir fliegen nach Gorf. Ziel erfassen. Wie war die Situation hier? So war sie. Gorf dort oben. Schubdüsen. Können wir wieder anmachen. Oh, dann 50 Meter die Sekunde. Beschleunigen. Damit K. Einsprung. Was? Raumdock. Okay. Nur dafür kurze Zeit. Okay, ey, drifte mal noch nicht so. Ey, hallo, die Bremse ist an. Seht da oben auf dem Dach die beiden Düsen, die da versuchen, mich krampfhaft runterzudrücken. Ah, hier ist irgendwas Größeres geplant, habe ich so das Gefühl. Okay. Ah, wieder ungünstig gegen die Sonne, ne? Nice. Okay, auch alles mit Luft sozusagen. Man sieht ja diese Luftbarriere. Okay. Ist ja für mich Zauberei. Ich wüsste gerade nicht, wie man sowas herstellt. Mal Scheiben sind das nicht. Diese Barriereblöcke, wie die heißen? Valkyria, okay. Nice. Alle schön mit Namen versehen, finde ich gut. Auch ein blauer Planet. Wir steuern mal die Lichtseite an. Denken wir mal dran. Die Lichtseite von Gorf. Ja, Gorf kann ich mich glaube ich auch noch dran, einfach auch so ein Ballerspiel, irgendwie so ein Sidescroller oder ein Topscroller, weiß ich nicht mehr genau, ist lange her. Ich glaube, Gorf ist fast noch Atari-Derivat. Na, ich habe da so, als ich hier um den Namen ging, so 3-4 Tage Brainstorming gemacht und einfach alles in der Liste gehämmert, was mir so einfällt, was man selber so mal gespielt hat. Also einige alte Brillanten dabei, wo man so ein kleines bisschen in der Vergangenheit. Ja, schwelgen kann. So ein großer Planet. Da, ungefähr 1000 Meter. Bremsmanöver schon von einer Viertelstunde eingeleitet. Nähern uns langsam dem Nullpunkt. Irgendjemand geht, irgendjemand sagt bis bald. Und wir sagen, schub diesen aus. Ne, nicht runter. Chat, den Stardaster ein klein bisschen leiser machen. Ist ja halt nicht persönlich gemeint, ist ja bloß halt wegen dem Chat, ne? Achso, muss ja hier wieder Türsteher machen. Auf geht's.
Drücken wir mal die Daumen, dass wir hier Pentaxid haben. Und wenn die der Fall ist, auch noch mit Drohne. Vermessen, ne? Was haben wir hier? Eisenkobalt, Erythrozyskosium, Promethium. Auch wieder Erythrozyskosium. Nette Ausstattung hier, die Ecke. Was sagt denn der Plan? Also hier ist Kratos, Kojima und das ist auch wieder gedreht. Also wir sind jetzt auf dem Außenring. Wir fliegen nach Hyrule oder Pandora. Ich glaube, wir machen einen Weg über Pandora. Blödsinn, wir sind ja noch im Dingens drin. Wir müssen ja eigentlich erstmal zur Wanne. Für Jumps. Aber schon mal schön geguckt. Drehen, bremsen. Wir kommen hier aber auch. An hier brezelt, meine Herren. Ups. Solange wir hier auf Planetenmissionen sind, bräuchte das Ding auch eigentlich nicht. Können wir eine Garage stellen, oder? Kann ich mir doch eigentlich auch sparen. Spart man sich eventuell mal einen Weg. So, was hatte ich gesagt? Pandora, ne? Dürfte dem einen oder anderen bekannt sein von Borderlands. Ziel löschen. Er hatte das Ziel, hat er ja übernommen. Also okay, es wurde im Spiel anscheinend gespeichert und nicht im Schiff. Oh, Pandora, schau mal auf. Achso, muss erstmal hier wieder Dingens. Hauptbereich Schubdüsen. Und Attacke. 50 Meter die Sekunde bitte. Wenigstens. Probieren bei 30, wir probieren bei 40 und bei 50 jetzt. Oh. Das sieht ja aus wie ein Marmorplanet. Irgendwie. Das wird wohl ein Eisplanet sein. Achso, das ist hier noch die Information. Pandora Orbit. Hat Kupfer und Kobalt. Das ist so PlayStation. Ja, wir fliegen in Richtung Planet. 8 Kilometer. 8 Kilometer heißt ja, 1,5 Minuten bestimmt. Und das machen wir schneller. Zeitraffer. Und einen Schluck Kaffee trinken. Langsam vom Gas gehen. Oh, sieht gut aus. Steht die Karre endlich? No. So. Schubdüsen Strom für 20 Minuten noch. Okay. Wie ist denn die Crafting-Situation? Was machen denn meine wunderschönen T2-Drohnen? Zwei hat er schon gebaut. Okay, da ist er noch den ganzen Abend beschäftigt mit den Dingern. Nice. Okay, dann fliegen wir mal runter. Zack, angeschlagen. Perfekt. So, wieder gerade ausrichten. Und gucken. Warum drücke ich eigentlich P, wenn ich M drücken könnte? Eisen, Silizium, Kobalt, Neodym, Satium, Promethium. Ja, kein Pentaxid. Okay. Halb so wild, hauen wir wieder ab. Oh, 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 oh. Mann, der kommt aber auch an die Braten hier, du. Echte Schaben sozusagen. Ne, ausmachen. Strom sparen. Tudum, 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 tudum. So, dann ziehen wir weiter.
Ist müßig, muss aber gemacht werden. So, du, wir wechseln in den Innenring. Oh, Doom. Ja, oh, Doom, das Sanctuary. Sanctuary ist auch Borderlands. Ziel auf was? Auf geht's. Könnte auch langsam sein, dass der Tank alle ist. Springen wir nochmal, gucken wir mal. Cutting, ja. Lisa. Bremsen, bremsen, bremsen. Stunde später. In der Tasche hatte ich es ja nicht mehr. Ich hatte es ja rausgelegt. Genau, hier oben war es doch noch. Bin ich der Meinung. 122. Bennett könnte reichen. Bisschen ist auch noch drin. Füllen wir wieder auf. Haben wir noch 70. Ne? 70. So, generell, zeig mal komplette Galaxie. So, drehen wir uns mal, dass das so richtig südlich ist. Ja, das wird noch ein bisschen Weg sein. Hier ist die Sonne. Also ich denke hier in dem Bereich irgendwo. Auf nach Doom. Lass mal knallen mit K. Doppelbestürmung. So sieht es jedenfalls aus. Ja, und auch wieder 8 Kilometer weg von dem Ding. Ja, das sitzen wir aus mit einem Schnelldurchlauf. Und Zeitraffer vielmehr. Oh, I. Bremse aus, haben wir Ruhe. Bis gleich. Oh oh. Drohne. Drohne. Cluster-Drohne, die hat auch böse Raketen irgendwie. So die Frage, sollen wir da eventuell mal einen kleinen Dogfight mit. Moment. Moment. Bremsen bitte. Achso, er bremst jetzt so, er fliegt rückwärts, okay. Kaching, Baby. Man trifft da irgendwas, wo schieße ich denn hier hin? Ach, das ist anscheinend eine Basis oder was? So groß vor. Oh, jetzt schießt er zurück. Einmal, okay. Na, hau ab. Die war tot und hat noch geschossen. Ich dachte, was ist denn diese Cluster-Drohne da hinten? Ist das eine Basis? So, bleib mal stehen. Du hast doch bestimmt irgendwas Schönes für mich. Helm und so. Oh, Jetpack, wo? Da. Ist kühl, ne? F. Gib mir alles. Na. Hypothermie. Gleich einen abbekommen, oder was? Oh. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Der hat mich etwas überrascht. Ja, wäre vielleicht auch Zeit, die dickere Kutte anzuziehen, ne? So, Hypothermie ist weg. Also wir gehen mal ganz nah ran. Jetzt stell mich rauf. Reicht nicht. Jetzt. Was, für ein paar lumpige kleine Batterien oder was? Das kriege ich hier alles? Okay. Du! Mir fehlt noch so ein bisschen. Oh, oh. Die ist ja schon tot. Irgendwas schießt hier trotzdem. Das ist hier irgendeine Basis oder so. Oder nee, irgendein großes Schiff. Naja, da habe ich ja keinen Bock drauf. Okay, haben wir unseren Spaß gehabt. Bevor sie uns zerlegen. Weil wir haben auch keine Reparaturstände. Das heißt, ich kann jetzt hier mit einem Multitool um das Ding rumtanzen. Ich fliege geradeaus. Warum driftet. Ist irgendwas kaputt? Irgendwas ist kaputt. Irgendwie reagiert er komisch. Oder bin ich gerade komisch? Bin ich hysterisch? Ups.
charmant eingeparkt. Jetpack auskommen, Morb. Weg hier. Ja, Falkowski. Einfach weg. Außenansicht. Hals drehen, kommt der hinterher? Der hat keinen Bock. Alle tut so. Hoffentlich. Weil so weit ist die Entfernung eigentlich auch nicht. Uff, Sonnenseite ist eh auf der anderen Seite. Mal ein Stück in die Richtung hier fliegen. Oh. Weg ist er. Hm. Ah, wir sind wieder total auf der Nachtseite angekommen. Ne? Also das ist anscheinend als Let's Player auch so ein gewisser Standard. Giftig. 500 Meter über dem Planeten. Na, Doom halt, ne? Na, rumpelt schon nicht. 200 Meter. Okay. Okay. Täuscht er doch nicht. Optisch. No, pass auf, halt mal an hier. Wollen wir mal einen Anker. Anhalten. Man weiß nicht, wohin der gerade treibt. Der fliegt anscheinend auch so ein bisschen hoch irgendwie. Man weiß ja nicht, in welche Richtung man bremsen soll. Ausrichten. Komm zur Ruhe, du Pott. Ja. Geschafft, okay. Reparieren Bies. Ah, ist kalt hier draußen, ja, ist kalt, okay. Geht aber eigentlich alles, ne? So rausgeschossene Düsen oder so, sehe ich nicht. Ja, geschickt versteckt, ja, ist ja gut. So. Die ist kalt. Ja, weil das Ding aus ist, ist es hier drin auch relativ kalt, oder? Hm. Minus 40 Grad. Muss man den Planeten finden da unten. Dort könnten wir überleben. 900 Meter. Mal hoffen, dass es da unten ein bisschen wärmer ist. Minus 30 Grad haben wir, ja, ja, alle gut. Ja, muss ich auf meinem Schiff auch mal schnell in die Kleiderkammer mir die dickere Rüstung anziehen. So, wir stehen und wir... Was wollte ich? Ne? Neodym-Satz im Promethium. Alles scheiße. Eisen, Silizium, Neodym, Promethium, Satium. Ne, kann man alles nicht gebrauchen. Und über der Polkappe runtergekommen. Auch das noch. Ja, und dann hauen wir gleich wieder ab. Außer ein paar Dellen hier nicht gewesen. Aber Spaß hatten wir. Ja, dann würde ich sagen, machen wir kleine Unterbrechung, eine kleine Unterbrechung, bremsen. Hallo. Und sehen uns wieder in der nächsten Episode, wo wir dann hoffentlich Dalo Prime finden und vorher noch ein bisschen Pentaxid irgendwo freisen könnten. Das wäre doch nett. Und bremsen. Aus, raus. So, hier drin ins Warme. Eigentlich müsste ich den noch anlassen, damit er warm bleibt, oder? Dann macht er den in der Garage rinstellen auch wieder Sinn. Mit dem Mann jetzt mal eh Pause. Ich werde 10 Minuten mich mit anderen weltlichen Dingen beschäftigen. Das heißt, wir parken immer hier drin. Mann, ich muss das Auto automatisieren. Irgendwann. Katsching, katsching, ja. So, dann aus, aus. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super, klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.